Diesmal haben wir Kultur und Wandern miteinander verbunden. Auf der Rundwanderung Ermitage warten unterwegs zahlreiche Höhepunkte. Der Weg führt zuerst zum barocken Dom von Arlesheim, dann durch den historischen Landschaftsgarten Ermitage und über den Hornigkopf, dann am Goethe-Anum vorbei. Die Tour ist 7,9 Kilometer lang, hat 270 Höhenmeter und man benötigt dafür ca. 2,5 Stunden. Der Schwierigkeitsgrad wird mit Mittel angegeben. Die Tourbeschreibung sowie auch die Informationen über die Highlights findet ihr wie immer unten in meiner Videobeschreibung. Also gehen wir los und lassen uns von den Highlights dieser Tour überraschen. Wir sind heute in Arlesheim und wandern die Tour. Es ist eine Rundtour Ermitage und die ist ungefähr 8 Kilometer lang und hat ca. 250 Höhenmeter. Also keine so besonderen Höhenmeter wie sonst, aber mit viel Sehenswürdigkeiten, wo wir dran vorbeikommen. Kommt einfach mit bei uns auf unsere Wanderung und schauen wir mal, was es so an schönen Dingen hier gibt. Bis dann! Bereit, hübsch gemacht. Ja. Ja. Wo sind wir? Wo gehen wir hin? Wir gehen oder sind mitten in der Ermitage und gehen zum Goethe-Anum. Fast. Thank you.
So, wir sind wieder in Alesheim angekommen und ein ganz, ganz leckerer Cappuccino ruft uns jetzt und den werden wir uns zu uns nehmen und uns erstmal von dem schwülen Wetter erholen, weil wir sind total durchgeschwitzt. Also dann bis bald. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt ein lecker Cappuccino. Mmh. Und dazu ein feines Himbeertörtchen. Mmh. Lecker. Mmh.